Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grip Bike Edition. Ich habe heute Verstärkung, das ist nämlich der Nico und der hat ein cooles T-Shirt und der macht nämlich heute Fotos für das Printmagazin. So schaut's aus. Wo sind wir hier? Wir sind hier in Glemseck, das ist bei Leonberg. Kurze Anreise, darf auch mal sein, bin ich gar nicht böse drum. Wir schauen uns für euch um und ja, dann kommt einfach mal mit, ne? Bis dann. Jetzt füllt sich hier dieser Vorstart, nachdem diese ganzen Paarungen ausgelost wurden. Also jetzt wird es gleich spannend. Ich bin schon gespannt, was hier abgeht. Also die Idylle, die Stimmung, die Leute, das ist alles fantastisch. Total geil. Also hier steht alles, was Rang und Namen hat. Yeah! Ihr seid Glemseck 1:1! Mit dem Jungs mit Trinkweiler hier, der hat sein eigenes Motorrad hier, nach hinten schiebt. Selber bauen, fahren auch hier. Das ist eigentlich das, was wir sehen wollen. Total cool. Das ist der Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Motorräder es gibt. Natürlich Schwerpunkt BMW ganz, ganz viel, aber auch viele Yamahas, Moto Guzzis, sämtliche Marken sind vertreten. Es gibt keine Gesetze hier. Schaut euch um. Mir taugt voll. Total geil. Sepp hat noch Zeit, nach hinten zu schauen. Okay, ich glaube, das ist sehr ausreichend. Yeah.
spannendes Duell. Beide können richtig schnell fahren auf dem Dragstrip. Beide ziehen ihre Linie. Vier Zylinder gegeneinander. Nina gegen Sylvain. Das ist nicht einfach für keinen von beiden. Leute, wir sind schon durch. Wir sind total groggy jetzt. War ein toller Tag. Wahnsinn, die Zeit ist verflogen. Super. Irre. Rennwurst haben wir uns geholt. Und jetzt wird das ganze Equipment noch verpackt, weil beim Klausi gibt es jetzt noch was zu essen. Und wenn es euch gefallen hat, immer Däumchen nach oben. Bis später. Tschüss.